auf sich? Warum, was ist das hier noch? Ach, wir komplettieren hier jetzt ein paar Motoren. Ja. Und ja, da liegt halt so einiges rum von 5-Gang-Getriebe, 4-Gang-Getriebe, 8-Schaltklauenarme und so. Und auch die Kupplung, das bauen wir jetzt dann demnächst alles in diesen Motor ein. Das wäre jetzt hier die aktuelle 5-Scheiben-King-Kupplung. 5 Scheiben? Genau, die reicht völlig aus bis über 70. 5-Scheiben-King-Kupplung, der Außenkorb ist gehärtet und drovalisiert. Das ist was Spezielles. Ja. Bei so viel Hubraum machen wir das Standard. Dann haben wir hier eine spezielle Beschichtung für unseren Federteller, der die Oberflächenspannung nochmal verhärtet, dass er nicht so nachgibt, dieser Federteller unter viel Federspannung. Ja, das ist die besagte King-Kupplung mit aus dem Vollen gefertigten Zwischenscheiben, Draht erodiert, aus dem Vollen gedreht. Alles Kurbelwellenstahl, was Stahl ist, oder F70, 700 Newton pro Quadratmillimeter, Zugfestigkeit Aluminium, das hat man heute schon mal irgendwo. Ja, ja. Ja, nadelgelagertes Andrucklager von der Honda-Kupplung. Die Kupplung wurde, also der Ursprung war eine 5-Scheiben wie die, mit geschraubter Deckscheibe. Ja. Das hier ist eine mit Ring. Ja. Es ging darum, wir hatten mal eine Zeit lang Probleme mit Belegen. Ja. Beim Rennen waren wir mit 13.000 Umdrehungen, spickender Kupplung, auf dem Lenker liegend, mit Gewicht vorne am Roller, am Start losgespickt sind. Dann hat es die schlechteren Belege, die wir heute nicht mehr für Rennen verwenden, verrissen. Und dann stehst du auf der Rennstrecke und musst Kupplungsbelege wechseln, bist aber schon wieder dran. Ja. Dann haben wir einen dann bin ich zu meinem Ingenieur, der mit mir diese Dinge entwickelt. Und habe ich gesagt, ich brauche was, wo ich schnell Kupplungsbelege tauschen kann. Ja. Und dann haben wir einmal, sind wir von geschraubter Deckscheibe, damit haben die Schrauben nicht ins Gehäuse fallen beim Schnellwechseln, auf Scheibe mit Ring umgestiegen, wie original. Ist natürlich ein Ring, der kann nie aufgehen. Da ist ein Sicherheitsnasen dran, dass nur wenn es komprimiert ist, der Ring rausfliegen kann. Also das Ding hängt so bissig drin. Sie wird sich nie selbst öffnen. Ja. Dann haben wir... Also das geht ja schnell. Ja. Ring auf und öffnen. Um den aber schnell öffnen zu können, haben wir uns was einfallen lassen, und zwar Federhülsenspanner. Muss man sich so vorstellen, hier haben wir eine Aluminiumhülse auf der Rückseite, wo die Federn reinkommen. Diese Hülsen werden mit den Federn in die Kupplung gebaut. Jetzt haben wir hier nur 3 drin, weil es ein Muster ist, ja. Genau. Die Hülsen und Federn sitzen hier unter den Löchern. Und bevor man das Ganze verbaut, schraubt man mit Torx und einem Akkuschrauber oder Schlagschrauber, Akku, also jetzt nicht zum Schlagschraubern mit viel Kraft, sondern nur schnell wie ein Akkuschrauber, schrauben wir hier 9 Schrauben rein. In das Gewinde der Hülse ziehen die Hülse und die Feder, spannen wir dadurch an diesen Federteller. Ja. Dann sind alle Federn zusammengezogen, maximal komprimiert. Ja. Dann fällt dieses Teil nach unten weg. Den Ring holst du so raus. Dann legst du dieses Teil hier zur Seite. Ziehst die Belege raus. Belege raus, wieder rein. Ja. Ring rein. Bam, wieder gespannt. Thema erledigt, weiterfahren. In 10 Minuten, also wir haben... Da ist ja die meiste Arbeit, das Reifen runter und Deckel ab. Ja, Reifen runter ist ja kein Problem, weil Schlagschrauber. Ja. Auspuff, 2 Federn, 1 Schraube. Ja. Und dann fällt er nach unten weg. Kupplungsdeckel haben wir vor der Montage mit Dichtmasse schon gleichmäßig benetzt, trocknen lassen. Ja. Dann haben wir den Motorblock eingeölt und dann den Deckel mit der trockenen Dichtmasse montiert. Das heißt, wenn wir den Kupplungsdeckel schnell runterbauen... Ja. Und wieder drauf bauen, muss man keine neue Dichtmasse nehmen, weil die alte ist ja noch drauf. Das ist wie eine Gummidichtung. Ja. Ja, und Fett lässt sich nicht komprimieren. Und so ging es halt in 10 Minuten. Das sind dann meine Mitbewerber, die leider den Tag nicht gewonnen haben, daneben standen und haben nichts gesagt, aber geguckt. Hat funktioniert. Jetzt ist es aber so, wir haben die Belege gewechselt. Danke Sven. Der Sven weiß ja, welchen Sven ich meine. Okay. Der hat mir Belege ins Haus gebracht, da bräuchten wir diese Schnellwechselfunktion so für Rennen nicht mehr, weil die Belege nicht mehr kaputt gehen. Es gibt Honda ECR-Belege von diversen Herstellern, die gehen halt nicht mehr kaputt. Die sind halt sehr teuer, aber wir sagen,
Wir sagen, dass diese Variante mit Ring, das ist nicht die Erstkupplung, sondern die zweite Variante in der Small Frame Liga, wir sagen, dass die problemlos 60 PS hält. Das muss man sich vorstellen. Die hält auch 76, der Matze hat damals 76 in Stockach auf dem Prüfstand, oder 70 in Stockach, davor 76. Aber nicht einmal. Mehrfach. Hat er mit der Kupplung geschafft, aber er hat mega Stress gehabt, die richtige Federspannung zu finden. Hast du zu viel, biegt sich die obere Scheibe leicht nach oben, weil die Konstruktion mit dem Ring nicht so stabil ist wie geschraubt. Ja. Hast du zu wenig Federspannung, geht's durch. Also du musst immer die richtige Federspannung haben zum Verschleiß vom Belag. Wenn sich der Belag verschleißt, verändert sich die Federspannung und bei 76 PS war das halt kritisch. Was ich sagen will, ist, bis 60 hat man all diese Probleme nicht. Du kannst, egal mit welcher Spannung und Verschleiß, 60 PS betreiben. Ja. Und dann sind wir wieder zurück auf die vor 8 Jahren gefertigte Variante. Schaut gleich aus, nur verschraubt. Und die macht halt 76, 80, 83 PS. Ohne, dass sich was aufbiegt oder sonst irgendwas. Und über was für eine Drehzahl reden wir denn da? Wenn du über 83 PS redest. Ja, die hat jetzt 74, 13, 14.000 Umdrehungen der Plattendrehschiebe. Das ist unfassbar. Ja, die PS habe ich bei 11. Spitzenleistung. Aber halt, er dreht halt bis. Ja. Man muss sich mal vorstellen, was das für so ein Bauteil bedeutet, wenn es sich mit 13.000 Umdrehungen dreht. Ja, das ist ja gedrittelt. Ja, nicht ganz gedrittelt. Da sind wir dann hier bei 4.000, 5.000 Umdrehungen. Ja. Wegen Ritzel ist ja drüber auf der Kurbelwelle. Aber dafür muss die fast 250 Newtonmeter halten gegenüber PX-Kupplungen. Ja. Wegen der Übersetzung vom Ritzel zur Kupplung. Okay. Also die braucht einfach um einiges mehr Federspannung als eine PX-Kupplung, allein wegen der Übersetzungsverhältnisse und Newtonmeter, was hier drüber flitzt. Ja. Das ist die krassere Geschichte, die am Laufen zu halten mit 70 gegenüber PX. Hast du mal da oben gefilmt, Kollege, da die Blöcke? Das sind die Kingbell BFA-Gehäuse. Rohlinge, die wir jetzt nächste Woche in der Fertigung fertig machen mit unseren Kingbellen für BFA-Gehäuse, wo wir dank BFA fertigen dürfen für ihre Gehäuse. Ja. Das wird dann alles in allem nächste Woche, Ende nächste Woche mal begonnen. Das hier, das wird meins. Ja. Das ist so ein Kingwelle BFA-Gehäuse. Mhm. So sah es aus, wo wir es bekommen haben. Roh. Hat eine andere Wellenbreite als die BFA-Wellen. Also wir haben da was Eigenes gemacht. Willst du mir sagen, dass sich die Kurbelwelle hier im Gehäuse auspendelt? Ja, da ist halt mehr oder weniger eine Bestückung drin an Wolfram und Hartmetall. Mach drüber. Ja, leck. Die ist sehr schwer. das wird mein Motor. Okay. Und der läuft mit einer Adapterplatte. Das ist unsere Idee. Ich schraube diese Adapterplatte mit 8 Schrauben aufs Gehäuse. Mhm. Dann passt der King BFA-Zylinder wie beim Quadrini-Gehäuse. Plug and Play ohne Dichtung. Mhm. Ja. Das Überstrüber-Layout. Sollte ich dir genauer angucken. Ach so, abartig. Das ist Porno, ja. Das fräsen wir dann rein, das dauert ein bisschen länger. Das Schlichten. Mit dem Dremel bist du wahrscheinlich 3 Wochen dran. Hier sind die Platten. Die werden quasi auf die Rohlinge fixiert. Also erst kommen da diese 8 Bohrungen in die Rohlinge, dann wird die Platte verschraubt und dann werden die... Und dann wird gefräst. Genau. Ja, das Übergang ist Granate, ey. Und was gibt's zu sagen? Ich meine, ich habe jetzt nicht mehr vor, viele Motoren für meine Small Frame zu bauen. Also ich sage ja immer, das ist der Endzeitmotor. Immer rein, immer drin. Es könnte diesmal wirklich so sein, dass ich diesen Motor dann nicht mehr ausbaue und einfach mal Ruhe gebe mit potenter Small Frame. wenn ich aber so geil wäre und irgendwann einen anderen Zylinder verbauen will, das ist die Idee hier ran, beim Kingwell BFA, der Häuse. Ja, dann mache ich halt die 8 Schrauben auf, nehme die Platte runter, schmeiß sie weg, schraube eine neue Platte drauf und mache ganz andere Stehbolzen für den neuen Zylinder, wo ich ja heute gar nicht weiß, wo der die Verschraubung hat. Ja. Mache seine Überströmer passend zu dem Gehäuse und das Gehäuse kann weiterverwendet werden. Mhm. Also anders wie hier. Hier bist du ja gebunden an die Standard-Stehbolzen. Ja, richtig. Ja. Das ist so die Grundidee.
Ja. Was? Und boah. Ja, ich. Wir haben was übersprungen. Ich würde gerne das Kingman-Porno-Werkzeug noch schnell mit einbringen. Zu dieser Kupplung, also alle Smallframe-Kupplungen, die wir jetzt haben. Geiler Trick, muss ich ganz ehrlich sagen. Porno-Werkzeug? Porno-Werkzeug. Okay. Also ob mit Ring oder verschraubt? Damit wäre auch die Frage nach dem Stroh geklärt. Das holen wir nach. Das ist ein Insider. Die Kupplungen werden ja wahnsinnig auf der Nebenwelle mit dem Konus verbunden. Es gibt verschiedene Mittel und Wege, wie man das machen kann. Jedenfalls braucht man einen Abzieher, um das wieder frei zu kriegen. Ohne Schaden abzurichten. Jetzt kann man hier 3 M5-Schrauben nehmen, wie es die meisten machen. Und versuchen abzuziehen, dann reißt die Schrauben ab. Oder wenn man eine richtige Verbindung hat für entsprechende Leistung. Ja. Für eine richtige Verbindung gesorgt hat beim Konus für entsprechende Leistung. Und es war einfach immer alles nervig. Teilweise musste ich sogar, weil es so gut gehalten hat, den Korb auseinanderflexen. Ich habe ihn immer runtergekriegt. Ja. Was? Und da haben wir uns dann was einfallen lassen. Das Porno-Werkzeug. Das ist ein Laserteil. Mit einem 10-Schraube. Früher haben wir das hier drauf geschraubt gehabt. Das war ein bisschen aufwendig. Jetzt habe ich es halt hingebrutzelt mit meinem Wegschweißgerät. Das Abziehwerkzeug, weil es ja schnell gehen muss, falls was kaputt geht, ja, lege ich rein. Also man hat hier so Nasen dran. Ja. Das war früher nicht so. Ja. Jetzt lege ich das Porno-Werkzeug rein, drehe es und dann hänge ich in den Nasen. Und Violettverschluss. Ich lege es einfach nur rein, nehme den Schlagschrauber, tripp, weg, ab. Thema erledigt, nächster drauf, fest, Schnellspannkupplung mit den Federhülsen, zack, zack, rein, fertig. Ja, man kann dann sein, dass du in der letzten Zeit häufig bei Ikea warst mit der Frau. Nee, das aber alleine. Ja doch, ich war bei Ikea, wo ich das Haus einrichten musste. Ja, aber öfters mal. Das ist ja dieses Bajonettverschlussprinzip, ne? Ja. Ja, sehr geil. Dann gibt es noch ein Porno-Werkzeug. Ja, hier geht's ja Schlag auf Schlag, ey. Um den Korb anziehen zu können. Während noch gar nichts drin ist, der darf er nicht mitdrehen, haben wir hier dieses Werkzeug. Man klickt es hier ein. Hier befindet sich ja die Kurbelwelle. Ja. Also das Kurbelwellenritzel und der Kupplungsstumpf. Ja. Hier setzt man eine 17er Nuss ein oder eine 19er. Somit kann sich das hier nicht mehr verdrehen. Ja. Die Nuss ist drin, die Mutter ist drauf und dann zieht man hier an, nichts kann sich verdrehen. Dann, um die Kurbelwellenmutter fürs Ritzel anzuziehen, alles ist schon montiert, hakt einmal das hier in den Innenkorb und das hier in den Außenkorb. Ja. Alles ist fest, hier ist die Mutter noch nicht fest und ich kann mit 120 Newtonmeter meine Kurbelwelle mit dem Ritzel anziehen, das muss so viel haben bei so viel Leistung, ohne dass ich der Welle irgendeinen Schaden zufüge oder dem Zahnrad hier unten oder sonst irgendwas. Alles hält sich über die Nuss, die hier drin steckt. Ja. Und so fixiert. Du hast gerade 120 Newtonmeter gesagt. Ein normaler Autoreifen wird beim Reifenwechsel zwischen 100 und 105 Newtonmeter, 110 Newtonmeter angezogen. Ihr zieht die Kupplung mit mehr Kraft an als Die Kupplung nicht, nein. Das Ritzel auf der Kupplung. Ja. Ziehst du mit mehr Kraft fest als ein Reifenhändler, der dir die Sommerreifen und Winterreifen wechselt? Ja. Okay. Das braucht es aber auch. Ja, klar. Wir haben dann mal geguckt, was kann unser Gewinde, was für eine Güte hat unser Gewinde, weil ja Vergütungsstahl mit 1400 Newton Zugfestigkeit pro Quadratmillimeter und so weiter, mit den 10.9er Schrauben, Feingewinde und so. Also wir können das durchaus mehrfach anziehen, das Gewinde, mit den Newtonmetern. Und irgendwann hat es mich mal interessiert, wann reißt denn das Gewinde ab? Ja? Sind wir bei mir in der Werkstatt gestanden, das Problem war der Schraubstock, der war gar nicht, also ich hatte den Drehmoment dort oben. Ja. Da gibt es gar nicht so viel her. Okay. Ich konnte gar nicht mehr messen. Also bei 300 Newtonmeter, erst einmal 200, 220, 240, angezogen. Und irgendwann 2 Meter Rohr drauf. Über 300 ist dann das Gewinde abgerissen. Also, ja. War man dann beruhigt. Also 120. Das Gewinde ist nicht abgerissen, sondern der Stumpf. Ja. Ach so. Also das heißt, die 120, die kann man mehrfach anziehen, ohne dass jetzt der Stumpf darunter leidet oder die Gewindegänge abfliegen. Ja. Anders ist es natürlich bei der Nebenwelle. Da haben wir ja leider das Problem, der eine macht
Mhm. M10 gewinnt die für die Nebenwelle. Mhm. Kannst gerade mit 60 Newtonmeter anziehen oder 50. Das reicht aber gar nicht für so viel Leistung, wie wir da sonst fahren. Mhm. Dann gibt es einen Falk. Der hat mit Konos-Verbindung, kann man dann schon 80 anziehen. Der hat ein geiles Material, da reißt gar nichts ab. Aber es gab halt schon viele Nebenwellen, da ziehst du mit 80 ab, an und der Stumpf ist ab. Echt? 1000 Euro Getriebe. Ja. Nee, deswegen hat mich das dann schon interessiert, was kann dann unser Gewinde an der Kuppelwelle. Okay. Und ja. Ohne Worte. Okay. Ja, so viel zu. Small Frame ist ganz schön abgefahren. Also. Ja, ja, ja. Ich werde auch langsam alt, ich weiß. Abgefahren ist der richtige Ausdruck, oder? Ich meine, es ist schon. Oh Mann. Ja. Da denke ich immer noch so an meine Jugendzeit zurück, 1990, 1991. Gott, was haben wir gepopelt? Da warst du der Geilste der Straße, wenn du einen Fakko-Rennauspuff hattest, der rechts auf der Seite unter dem Motorblock rauskam. Na, und ja. Heute sowas. Thierry Seidel mit 133er Polini. So ist es. Ja, also das sind so Zeiten, das ist ja fernab von Gut und Böse. Mhm. Ohne Worte. Das fährst du dann auch auf der Rennstrecke, oder? Nö. Nein, das ist tatsächlich nur für die Straße. Der Zylinder könnte 60, der könnte sogar 68, vermutlich. Ein Spinner schafft vielleicht 70, interessiert mich, das ist für die Straße. Der Eisdielenmotor quasi. Ja, das ist der Eisdielenmotor. Nein, das ist nicht einmal das, weil der hat auch zu viel Leistung. 35, 40 wollen die meisten, aber dafür, wenn du es willst. Wenn du Leistung willst, musst du in jedem Gang die Leistung schieben können. Das ist das Ziel. Ja gut, wenn du das mit einem Boxsystem fährst, dann hast du auch keinen Reso-Punch, der dich vom Roller runtertritt. Selbst der Reso hat ja diese 18,5, 19 Vorreso abgestellten Spitzer-Rennreso war das. Da gibt es ja nur Reso-Anlagen, da kriegst du dann die 25 Vorreso und hast dann 45 PS gegenüber der Box 35, 40. Mhm. Ist ja jedem selber überlassen. Ich bin da sehr interessiert an einer PX-Box. Mein Gott, schweiße ich schnell um, wie früher. Wir verlieren dadurch Leistung mit dem, was wir mit der Box machen, aber er ist ja so potent, dass es ja egal ist und es kommt immer noch genug raus. Ja, ja. Es geht nicht mehr darum, dass die Schweißnähte im Auspuff nicht überstehen. Du verlagerst ja das keine Knicke von den Segmenten, eher noch Runden. Ja. Da haben wir lauter Kugeln, wo wir das noch geklopft haben und aus dem Knick eine Rundung. Alles egal bei dem Zylinder, weil man holt nicht die Spitze. Ja, verschiebst das Band im Grunde nach links. Ja. Sehr geil. Ja. Rennroller ist der hier. Ja, ja, gut. Lattendrehschieber. Nicht die Chassis, da kommt dann eine andere Chassis als Rennroller dazu. Der steht hier jetzt einfach seit einem Jahr, wurde nicht mehr angefasst. Aber das ist dann der Rennroller. Mhm. Ja. Der wird dann kastriert auf 60 PS, damit er auch hält den ganzen Tag. Nicht meine Baustelle. Das ist mir zu hektisch. Das ist mir zu viel Krawall und so. Da bin ich nie verstrahlt genug für. Ja? Ich guck mir das gerne an. Ich gucke euch gerne zu. Ja, feier das auch hart, aber nicht meine Baustelle. Ich muss ganz ehrlich sagen, Corona ist in dem Punkt positiv für mich. Wäre kein Corona gewesen, hätte ich das ganze Jahr Rennen gefahren. Mhm. Wahnsinnsstress, wochenlang schrauben, mega Geld vernichten. Mhm. Aber es hat mir gar nichts ausgemacht, nicht zu fahren, weil ja andere nicht fahren. Ja, es fiel mir nicht schwer, nicht zu fahren, aber es fällt mir schwer, alle ohne mich fahren zu lassen. Das heißt, bis nächstes Jahr kein Corona mehr, bin ich wieder da nach 3 Jahren Hausbau. Das heißt, das war dann so die kleine Drohung, so ich komme wieder. Ich bin wieder da, ja. Alles klar. Für ein geiles Schlusswort. Er ist wieder da. Ich bin geflasht. Vielleicht ränge ich mich ja auch nochmal zu sowas durch. Mega. Also ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen einen Einblick geben. Telefonnummern, Namen, Adressen packe ich alles unten in die Infobox. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt bei dem kranken Scheiß, den wir hier gesehen haben. Das ist total abgehoben. Und das war mega interessant. Nochmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Schön, dass ihr da wart. Und für euch hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Und kommen noch ein paar andere coole Sachen dieses Jahr, aber das hier ist schon... Ich glaube, das ist so ein Highlight für mich, was ich hier so gesehen habe und erleben durfte. Danke, nochmal Grüße auch an deinen Bruder, der jetzt gerade noch irgendwo rumturnt. Danke auch. Ja. Und viel Erfolg für dieses Jahr, wenn denn was geht, oder für nächstes Jahr. Oder so. Alles klar. Bleibt hässlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.